Hallihallo, moin, willkommen zurück hier. Die Mountain Hill im Projekt From Zero to Hero ist wieder hier am Start und ja, wir sind gerade hier am Heuballen sammeln von irgendeiner Mission. Ich muss mal die Zeit wieder ein bisschen hochdrehen. So, ja, einmal kurz neu sortiert und jetzt geht's weiter hier. Ja, da gucken wir gleich mal, was alles gerade so läuft. Wir sind in einer neuen Session. Es hat wieder Geld gegeben gerade. Wir sind noch dabei, die Dings zu verkaufen. Pallet-Geschichten. So, du kannst jetzt erstmal fahren. So, wir fangen mal vorne an. Gucken wir einmal durch die Geräte durch. Ja, guck mal, hier wird sowas gemacht, aber da würde ich sagen, helfen wir mal schnell bei den Hanfballen. Da liegt einiges rum, da liegt einiges rum. So, guck, zack, zack, Abfahrt. So, hier wird gepflügt. Auf Feld 93 sind wir bei 76%. Das ist gut. Pellet, das läuft. Hier laufen Pellets. Das ist das Heu. Mist. Oh, haben wir wieder ein bisschen. Laden wir schon mal auf. Oh, da ist ein Düngestreuer fertig. Ich glaube, wir waren auf unseren, oder wir sind auf unseren eigenen Feldern unterwegs. Ich glaube, wir waren hier. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich mal alle weiter durcharbeiten. Hier unten waren wir fertig. Das heißt, wir gehen jetzt auf die 57. Ja, wie gesagt, eins nach dem anderen mal auf gute Werte bringen. So, hier fährt die Ballenpresse. Oh. Strohpellets im Verkauf. Hier ist Raps unterwegs zur Ölfabrik. Das ist auch sehr gut. Dann kann da nämlich die Produktion losgehen. Wir machen ja da, ich glaube, Diesel. Lass uns mal gucken. Rapsöl. Ja, Rapsöl ist, glaube ich, wichtiger. Ich weiß nicht, Diesel. Ja, doch, komm, wir machen Diesel, machen wir auch. Und genau, der Diesel steht schon auf Verteilen. Das ist genau das, was wir wollen. Dass wir das eben automatisch quasi an die ganzen Produktionen rausknallen. So, und sonst, hier wird gewalzt. Genau, das müsste auf der 60 sein. Genau hier. Da müssen wir gucken. Das war ja das, was wir fertig bekommen mussten, bevor die Nacht kommt. So. Feld 30. Das ist eine Mission. Okay. So. Das war's. Oh, und ich höre hier. Ui, wo ist er? Das hatte. Ah ne, das ist der hier. Ich dachte, das ist schon der Hanf-Gedöns. So, aber wir sollten. Ja, Raps ist da. Jetzt wird hier auch produziert. Mit dem müssen wir ja gleich gucken. Das hatte ja das letzte Mal schon beim Abladen nicht so richtig geklappt. Müssen wir mal schauen, ob das jetzt besser funktioniert. Wir haben ja die Stehzeit ein bisschen erhöht. Deswegen müssen wir mal gucken, wie sich das anlässt. Aber der braucht halt noch eine ganze Weile. Also haben wir Zeit, uns um andere Geschichten zu kümmern. Ah ja, piep, 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 piep. Aber wir können mal gucken. Wir hatten ja gesagt, die 65 war ja die Wiese, die für den Komposter zählt.
Aber die ist erst im nächsten Monat dran. Dann können wir da weitermachen. Und wie gesagt, der nächste Monat ist in 2-3 Folgen da. Also das geht relativ schnell dann, die ganze Geschichte. So, was wir aber mal machen könnten... wo ist das Fass? Hier. Wir fahren einmal die Milch, die wir jetzt schon haben, in die Bäckerei. Und das heißt, Viehhof, Kuhstall, Milchladen zur Produktion, Bäckerei. Wasser, Milch abladen mit Milch. Abfahrt. Dann haben wir da nämlich schon mal so einen Grundbestand an Milch und können die nächste Milch dann irgendwann in die Molkerei bringen, wenn wir die dann irgendwann haben. Irgendwie hast du da ein bisschen was vergessen zwischendrin, habe ich das Gefühl. Naja, müssen wir am Ende mal gucken, ob das dann so klappt. So, wie weit bist du denn? Naja, 4 Minuten noch. Dauert also noch ein wenig. Aber wir kommen auch der Molkerei näher. Ich glaube, die kostet ja auch irgendwie 600.000, 650. Oder so irgendwie. Wenn ich wüsste, wo die war, könnte man nachschauen. Es sind einfach zu viele Produktionen hier. Das war die Tankstelle, Zimmerei, Pellet. Das war Zucker hier hinten. Mühle, Heizkraftwerk, Komposter, Händler. Hier unten. Ja, genau. Speicher auch nochmal zwischendurch. Das ist wichtig. Das war die Ölfabrik. Schneiderei, Weberei. Ich hätte mir das vielleicht mal merken sollen, wo das ganze Zeug ist. Die Händler, das war ja das Holz-Ding. Hä? Wer hat die Molkerei geklaut? Bäckerei. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Dann machen wir das nochmal so. Dann fährst du mir einfach zur Molkerei. Dann finden wir das. Beziehungsweise, nee, wir können das ja wieder anders machen. Wir hatten das ja schon gehabt. Du bist da unten und fährst hier hin. Guck mal. So, stopp. Hier. Ha, guck mal, wie schnell man das findet. So, Molkerei. Molkerei. Da ist sogar der Pinnickel. 620. Also wir sind gar nicht so weit weg. Wir sind gar nicht so weit weg. Das ist doch perfekt, perfekt, perfekt. Und da ist ja noch einiges am Rollen.
So, wieder einmal den Quer-Ding. Achso, hier, das war eine Wiese, die gedüngt werden muss. Ja, dann machen wir das doch auch. Erster Wegpunkt, neuen Kurs und gib ihm. Mal gucken, ob da noch was geht. Oder ob wir es gleich sein lassen. Ne, wird heller, perfekt, dann mach mal. Warte mal, wir müssen hier aber definitiv das anmachen. So, hier, ja, die Ballen stapeln sich so langsam. So, was jetzt noch interessant wäre, ist der Milchtransport, ob das funktioniert. Also, der kommt wegen dem nicht weiter. Ja. Und wo sind denn hier? Ah, achso, du fährst hier rum. Dann lassen wir den hier stehen. Und du fährst hier rückwärts ran. Sehe ich das richtig? Wow. Ja, schön zurück. Noch ein Stück. Passt. Warte mal, da machen wir doch direkt ein Bildchen von. Ich höre es auch rauschen. Ich höre es rauschen. Jetzt sagen wir hier, wir machen nur eine Runde. Keine Ahnung, wie viel Milch wir hier schon haben. Gut, keine mehr. Dann fahr los wieder. Und liefer das gute Zeug ab. Ah, er schafft es auch bald hier. Hier, das war die 30. Ja, irgendwie hat er da zwischendrin was vergessen. So, Hanf läuft. Ah ja, guck mal, genau passend da. Ach, es funktioniert, dass er alle Ballen ablädt. Das war mir wichtig, ob das mit der längeren Standzeit dann jetzt passt. Wobei die viel zu lang ist. Da können wir ein bisschen. Ja, gehen wir mal auf 15. Dann sollte das besser passen. Arbeit beendet. Ja, nee, nicht wirklich. Du musst da noch mal ran, oder beziehungsweise komm, das machen wir schnell selbst. So. Oh, da müssen wir mal den Kurs ein bisschen darüber schieben. So, und los geht's. Dann grubbern wir hier mal die letzten 10% schnell selbst. Haben wir auch mal wieder was, was wir selbst machen können. Ist ja auch gut. Aber das Gute ist jetzt eben, die Hanfgeschichte läuft. So, die Ölfabrik, da gucken wir mal kurz rein. Da ist ja jetzt Material da. Also Diesel wird produziert. Rapsöl wird produziert. Das können wir, die Öle können wir doch direkt auf
Auslagern stellen. Ja, so. Platz ist auf jeden Fall genug da. Ach, oh. Ich muss einmal drehen. So, und du musst danach auf Feld 6 fahren. Ja, wobei 6 Ballen wäre auch gegangen. Ist ja derselbe Punkt. Ah, oh, komm. 95%, wir schaffen das. Ja, ich freue mich schon, wenn wir genug Hanf angeliefert haben, dass die Hanfölproduktion losgeht. Weil da wird es dann auch nochmal Geld geben. Ah ja, der Volvo hat wohl die Milch abgegeben. Steht auch nicht mehr in unserer Liste hier drin. Perfekt. Dann können wir den gleich wieder zum Parken schicken. Sobald wir hier durch sind. So, wo sind wir denn? 98%. Ja, genau. Da müssen wir doch noch mal drehen. Ich habe gehofft, wir kommen ohne letzte Wende aus. Aber es geht jetzt schnell. Ja, gucken wir mal, wie viele unserer Missionen wir noch zu Ende bekommen, bevor es in die Nacht geht. Ja, zu den Düngemissionen werden wir, glaube ich, nicht mehr kommen. Das dauert einfach zu lange, weil wir noch ja erstmal unsere eigenen Felder am Bearbeiten sind. So, einklappen und los geht's. So, fangen wir noch mal vorne an. Nee, erstmal den Milchwagen. Milch, wo ist er? Haken. Ja, ich weiß, du kommst hier da wieder nicht rum. So, Haken. Du bist gleich fertig. Du hast noch eine Runde dann nach dieser. Der macht sich auf den Weg. Gucken wir mal. Hier fällt 81, das sind wir ja bei 61%, aber der Sammler müsste, glaube ich, auch bald wieder da sein. So, hier ist wieder ein Feld fertig, Feld 30. Ne, Feld 93, das sind wir hier. Haben wir noch was zum Pflügen? Sieht nicht so aus, sieht nicht so aus. Ernten, ernten. Was haben wir denn hier? Weißkohl und Sonnenblumen. Ja, das lassen wir erstmal sein. Da gucken wir mal, was nächsten Monat Schickes gibt. So, dann ab nach Hause. Oh, hier ist leer. Das heißt, der muss dann schicken wir den dann einfach hier hin. Mal gucken. Das wird hier ähnlich sein. Ja. Gut, dann auch Hof Werkstatt danach. Ui, ist da noch einer? Erstmal nicht. Ja gut, aber ich würde sagen, das war's erst einmal wieder für heute. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr wollt, wenn ihr Lust habt. Und dann immer dran denken, Däumchen, Kommentare, Abos, alles da lassen am besten. Ja, und
am wichtigsten, morgen wieder reinschauen. Also, macht's gut und bis dahin.